So, einen wunderschönen guten Abend. Hier ist der Band Talk von Ease of Jazz. Das ist die Jazzgruppe, die sozusagen mit mir spielt. Das ist hier der Klaus Diepold, heute in der Leitung, live in der Leitung, und die Amelie Peters. Der Klaus spielt Piano, jede Menge Pianos. Man sieht ein paar hinter ihm. Bei der Amelie sieht man das nicht. Aber was macht eine Frau in einer Jazzband? Normalerweise singen. Das macht die Amelie. Und alle haben hier eine Menge Erfahrung. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen Erfahrung, und ich denke, wir können durchaus ein bisschen was Qualifiziertes sagen zu dem Thema, was macht eigentlich Jazz aus? Was ist eigentlich Jazz? Was muss man bedenken, wenn man vorhat, ich will Jazzer werden, warum auch immer, ne? Und dann fällt gleich schon die erste Frage, fällt mir dazu ein. Was ist das überhaupt für eine Idee, Jazzer zu werden? Das ist doch Musik, die sowieso keiner hören will. Ne? Warum sollte ich ausgerechnet Jazzer werden, wenn doch alle viel lieber AC/DC spielen wollen und hören wollen? Was könnte einen dazu treiben? Amelie? Ha, eine sehr gute Frage, wie ich finde. Für mich war Jazz immer was, wo ich mich am besten ausdrücken kann, wo ich Freiheiten habe, wo ich mein Lebensgefühl zum Ausdruck bringen kann, wo ich schöne Harmonien habe, wo ich Emotionen transportieren kann und doch gewisse Freiheiten habe. Denn auf der einen Seite gibt es die Akkorde, auf der anderen Seite die Tonart, aber ich habe auch die Möglichkeit, anders zu phrasieren. Ich habe die Möglichkeit zu scatten, was die Sängerin sehr gerne macht für ihr Solo. Und deshalb ist für mich Jazz ein Lebensgefühl, das mir in der Musik sehr viel Freiheiten lässt. Mhm. Und das machen andere Musikstile nicht so, sagen wir mal, Rockmusik, Popmusik, Folkmusik, Irish Folk, was weiß ich. Was. Ja. Unfassbar viel, ne? Metal, die haben auch alle Freiheitsgrade. Sind die nicht ausreichend? Für mich nicht in dem Maße, wie es der Jazz ist. Und für mich ist das einfach ein Gefühl, in dem ich mich zu Hause fühle. Das ist eine Wärme. Ich habe auch eine Rhythm and Blues Band. Macht unglaublich viel Spaß, mit denen auf der Bühne zu rocken, Gas zu geben. Aber wenn ich an Jazz denke, dann wird es mir warm, dann lehne ich mich zurück und ich fühle mich zu Hause. Okay, das ist einfach eine andere Art Musik, die doch ein Ticken mehr Freiheiten lässt und ein Ticken mehr Harmonie hat. Für mich, ganz persönlich. Hört sich aber ganz so an, als sei Jazz irgendwie was ganz Besonderes. Irgendwas Besonderes, was magisches, was andere Musikstile so nicht in dem Maße mitbringen. Klaus, wie siehst du das? Ist Jazz was Besonderes oder ist es eigentlich auch nichts anderes, als was man so kennt, nur vielleicht halt anders? Ist es was Besonderes? Oder? Ja, also sagen wir, die Grenzen zwischen Jazz und Nicht-Jazz sind ja fließend. Wann kann man genau die Abgrenzung, fällt schon mal nicht so ganz einfach. Ich denke schon, das Besondere am Jazz ist das hohe Maß an Improvisation. Es ist großteils improvisierte Musik. Und die Improvisation erfordert einfach, dass ich über das Musik, über die Struktur und die Eigenschaft der Musik mehr weiß. Ich muss mehr Wissen dazu haben, um wirklich vielleicht auch entsprechend kreativ improvisieren zu können. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch der Effekt, warum viele Studiomusiker, auch wenn sie hinterher in Aufnahmestudios Pop machen oder Rockmusik aufnehmen, Studiomusiker sind überwiegend auch Jazz-trainierte Musiker, die Jazzer sind und um ihr Geld zu verdienen, halt dann auch Pop und Rock machen, weil das Spektrum, was sie abdecken können, so groß ist, dass sie auch in ihrer Pop-Produktion ihren Mann oder ihre Frau stehen können. Und das heißt, sehr viele Studiomusiker sind eigentlich im Herzen und vom Gelernten her, vom Körpers und kommen eigentlich aus dem Jazz. Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was ich meinen Schülern regelmäßig sage. Es schadet dir nichts, wenn du auch mal so zumindest ein paar Basics des Jazz lernst, um einfach da einen gewissen Wortschatz zu haben. Auch wenn du vielleicht gar kein Jazzer werden willst und nicht den Rest deines Lebens in einer Jazz-Kombo verbringen willst Pop spielen und Rock, das tut jedem eigentlich gut, wenn er so zumindest so ein paar Anleihen an dem Stil machen kann. Man muss sich ja in allen möglichen Weisen ausdrücken können, um eine gewisse Vielseitigkeit zu haben. Und da gehört, denke ich, auch der Jazz dazu. Ne? Ich denke in dem Fall, wie ich gemeint habe, der Jazz oder, als Jazzmusiker habe ich Wissen über Musik. Und wenn ich dann eine einfachere Form spiele, zum Beispiel für eine Folkband oder für eine Heavy-Metal-Band von mir aus, dann kann ich auch von meinem großen Wissen partizipieren oder profitieren und auch einfache Dinge spielen, einfachere Dinge, weil ich sie kann. Und ich habe die Wahl, das einfacher zu spielen. Wenn ich das Spektrum nicht habe, dann muss ich halt das spielen, was ich kann.
Und es ist unter Umständen ein eingeschränktes Spektrum, das ich nur abdecken kann. Und der Jazz ist eben deswegen, das Wissen, das oft mit der improvisierten Musik über Musik einhergeht, ermöglicht einfach dem Musiker die Wahl, mache ich es einfach oder mache ich es kompliziert? Okay, meine Aufgabe heute Abend ist es, ein bisschen so provokante Thesen in den Raum zu werfen und entweder euer Entsetzen oder eure hemmungslose Zustimmung sozusagen zu erheischen. Und jetzt sage ich einfach mal Folgendes. Es gibt guten und schlechten Jazz. Und der gute Jazz, ja, was ist das, ne? Ist das vielleicht der angenehme Jazz und der schlechte Jazz ist der, der so richtig wehtut im Ohr? Oder ist es vielleicht genau umgekehrt? Oder kann man das gar nicht so sagen? Es gibt ja viele Leute, die sagen, Jazz, okay, aber bitte nicht diesen Jazz, der so richtig wehtut und mir meinen Tinnitus erzeugt. Und das darf nicht so schräg sein. Das muss ein schöner, ein Bar, ein Laut. Naja. Wenn wir da zwischen schwachen und einem starken, einem schlechten und einem guten Jazz unterscheiden, ist Jazz erst dann gut, wenn er wehtut? Also ich glaube, das ist natürlich jetzt immer eine Interpretation von Jazz aus der Perspektive des Hörers. Also gefällt es dem Kunden, gefällt es dem Hörer oder gefällt es ihm nicht? Strengt es den Hörer an oder entspannt es ihn? Und das ist natürlich jetzt vielleicht eine Sichtweise, die der Jazzmusiker vielleicht nicht in der ersten Linie sieht, sondern Jazz ist eine Musik, wo, und das glaube ich, gilt allerdings für fast alle Musikarten, denke ich mal, wo der jeweilige Musiker das primäre Ziel hat, das zum Ausdruck zu bringen, was er eben oder sie spürt, fühlt, zum Ausdruck bringen will. Und nach neuen kreativen Ausdrucksformen sucht. Und das führt eben auch einmal dazu, dass Jazz dann in den Ohren von denjenigen, die das nicht in der gleichen Passion betreiben, als schmerzhaft empfunden wird. Also das ist, sehe ich bei mir regelmäßig im Haushalt, wenn ich die eine oder andere Jazzplatte anhöre und meine Frau mit großem Protest anhört, ob ich nichts weniger Schmerzhaftes anhören kann. Also ich denke, die Musik, ob was guter Jazz ist oder schlechter Jazz ist, ich glaube nicht, dass sich das von der Hörerseite entscheiden lassen kann. Ich denke, es ist eine Frage der Aufrichtigkeit. Inwieweit ist der Musiker, versucht er wirklich in den Möglichkeiten, die er oder sie hat, das musikalisch sich originell oder kreativ auszudrücken? Oder versucht man im Prinzip, sich nach dem zu orientieren und zu schielen, was meinem Publikum jetzt gerade gefallen könnte? Und ich glaube, ein Jazzer würde wahrscheinlich sagen, tief im Herzen spielt er das, was er spürt, was er in seinem inneren Ohr hört. Und jetzt ganz provokant zurückgefragt, ihm ist eigentlich egal, ob das dem Publikum jetzt im Moment gefällt. Vielleicht darf es gar nicht gefallen. Ja, nicht, aber ich versuche es jetzt gerade zum Ausdruck bringen und nicht alles, was ich fühle und alles, was ich ausdrücke, ist immer nur angenehm für dich, sondern es ist auch vielleicht einmal mit Arbeit verbunden, ja, klar, wenn du das verarbeiten willst. Aber das ist genau das Schöne am Jazz, dass du eben immer diesen überraschenden Punkt hast. Ich stimme dir zu, Klaus, es kann und darf nicht der Hörer sein, der das entscheidet, ob es gut ist oder nicht gut ist oder ob Jazz wehtut oder nicht. Es kommt wirklich von demjenigen, der das Instrument spielt und in welcher Tagesform er gerade ist. Aber das ist ja gerade auch das Schöne, dass sich Stücke an unterschiedlichen Tagen unterschiedlich anhören. Und das ist eben der Unterschied. Durch die Improvisation, durch die Kommunikation zwischen den Musikern, wie die miteinander interagieren, kommt immer was Überraschendes, anderes, Neues heraus. Ich will ein bisschen provokant sein, deswegen muss ich da natürlich eingrätschen. Stellt euch vor, da ist jetzt eine Big Band. Ja, jeder hat so seine Notenblätter vor sich. Der Posaunist, der hat da diese Noten stehen, der Saxophonist jene Noten und auch die Sängerin. Amelie, ne, hat vor sich ein Notenblatt, da steht genau, wann sie wie quäken soll, dann macht die das, ne, kommt ein wunderschöner, mehrstimmiger, breiter Big Band Sound raus, vielleicht spielt die Trompete irgendwann mal ein paar Takte solo, aber der Rest ist durcharrangiert, ja, von dem hervorragenden Orchesterleiter, Big Band Leiter, der kann das natürlich, die anderen müssen eigentlich gar nichts können, die spielen einfach nur das, was da steht. Ist das Jazz? Einspruch, euer Ehren. Auf gar keinen Fall. Also da sage ich ganz ehrlich, es sind nicht die Noten auf dem Papier sind die Musik, sondern es ist die Musik, was der Musiker draus macht. Das ist also ein Riesenunterschied. Nimm zwei Sänger, die genau die gleichen Töne singen und es hört sich komplett unterschiedlich an. Nimm zwei Pianospieler,
die zusammen für Elise spielen. Denn jeder mal, der Klavier gespielt hat, musste sich durch dieses Stück spielen. Und trotzdem hör dir drei an und du hörst drei unterschiedliche Variationen. Und so ist es für mich mit Jazz. Ja? Der Mensch, der fühlt sich ja mit den Emotionen in der Musik verbunden, weil eben Musik mehr ist als nur Linien und Punkte. Aber die Frage bei der Big Band ist natürlich schon eine interessante Frage. Also jetzt gehen wir mal davon aus, was wir vorher besprochen haben mit der Improvisation, mit der Freiheit, mit der Kommunikation zwischen Musikern und Publikum. Das ist natürlich typischerweise ein Szenario von einer Combo, 4, 5, 6, wir haben immer Leute auf einer Bühne. Big Band ist natürlich eine ganz andere Geschichte zunächst einmal. Und die Frage ist berechtigt, wo kommt da der Jazz in das Spiel rein? Und ich würde sagen, natürlich im Moment, wenn die Jazz-Big Band auftritt, also sich alles durchgetimt, je präziser das abgeliefert wird auf dem Takt oder die Sätze alle stimmen, desto überzeugender, desto kraftvoller kommt so eine Big Band rüber. Aber es ist in dem Moment derjenige, der das Ganze ja initiiert, ist er der Arrangeur oder vielleicht derjenige in der Big Band, der für den Sound, für der Big Band zuständig ist, der dann sagt, wir spielen halt einfach mal Blackbird von den Beatles. Und ich arrangiere das eben und ich erweitere das Akkordspektrum und ich finde meinen eigenen Weg. Und dann in diesem Moment ist die Big Band nicht ein Kollektiv von Einzelmusikern, sondern ist für den Arrangeur, den Big Bandleiter, ist die Big Band ein Instrument, mhm. Okay. auf dem er oder sie eben das Gefühl eben transportiert. Und natürlich so ein Zusammenspiel von vielen Leuten in der Big Band, das kann halt nicht beliebig improvisiert sein, sonst kommt nur eine reine Kakophonie raus und das macht natürlich auch keinen Spaß. Also ich glaube, dort ist der Jazz-Gedanke im stärkeren Maße im Moment des Arrangierens zu suchen, wo ein bekanntes Stück, ähnlich wie bei einer Combo, in neuer Art und Weise harmonisiert wird, arrangiert wird, neuer Groove unterlegt wird, eine neue Interpretation eines bekannten Titels. Und dann ist, glaube ich, das der Moment, wo Jazz lebt. Thema, statt der Schuld ist keine Big Band, sondern ist so eine Jazz-Kombo, wie wir sie haben. Da kann man ja auch mehr oder weniger stark arrangierend eingreifen und sagen, pass mal auf, jeder, ja. Da steht genau der Ablauf des Stückes drauf, das Ende machen wir genau so, das Solo von dem, das kommt da, das Solo von dem, das kommt da, das dauert so und so viel Takte und hin und her. Das heißt, es ist von der ganzen Struktur schon mal ziemlich vorgegeben. Ja? Und auch was passiert. Wir sagen vielleicht da in dem Teil da, in dem Chorus, da machen wir am Ende mal einen Break. Ne? Der kommt auf die 2 und, 1 und, 2 und. Ja? Und dann kommen alle auf die 2 und hauen da ihren Break rein. Das ist dann nicht mehr frei. Das ist arrangiert. Ne? Kann man jetzt sagen, das ist kein dynamisches, spontanes Zusammenspiel, sondern das ist einfach so vorgesehen schon. Ja? Da ist die, sind ja. die wahrscheinlich fließend, sagen wir mal, hin zur Big Band, bei der alles arrangiert. Ja, ja. Also beim Big Band gibt es natürlich auch Solos, Soli, wo einzelne Musiker ihre Soli einbringen dürfen, aber natürlich ist der Rahmen viel, viel strenger vorgegeben und das, was du sagst, ist natürlich auch richtig, wenn man bis zur Combo geht, man kann natürlich ganz bis ins freie Moment reingehen und sagt, wir arrangieren oder wir einigen uns das mal einfach mal, wir spielen jetzt mal D-Dorisch für eine halbe Stunde. Und wir versuchen, Dynamik reinzubringen und einen Ausdruck, indem wir aufeinander hören, miteinander reagieren, uns Bälle zuwerfen und ansonsten kein Arrangement haben, außer dass wir uns gegenseitig die ganze Zeit im Auge haben. So wie wir unser Gespräch jetzt hier auch führen, das ist ja jetzt auch nicht so, dass jetzt wir von vornherein das Gespräch vorgegeben haben, dann sagst dann du das und dann kommt die Amelie und sagt irgendwas, sondern wir werfen uns die Bälle zu, wir reagieren auf das, was der andere sagt. Und das ist im Prinzip das, was in einer Combo im Jazz auch passieren kann. Dass man sich vorgibt, gewisse Rahmen, sagt, oh bitte, wir fallen uns nicht gegenseitig ins Wort. Und da könntest ja du jetzt, Gerd, vorher sagen, wir machen jetzt immer das so, dass die Fragen reihum gehen und dass es organisierter wirkt. Das kann man natürlich genau das Gleiche auch machen in einem Jazz-Combo-Spiel, dass man gewisse Eckpunkte festhält für den Effekt, um sich zu synchronisieren, um gemeinsame Punkte zu haben. Und wo das Kontinuum ist zwischen ganz frei und komplett vorgegeben, irgendwo dazwischen kann man sich dann irgendwo ansiedeln. Und da gibt es, glaube ich, jede Band hat einen anderen Anspruch daran in der Hinsicht. Genau an der Stelle machen wir eine kurze Pause, weil gleich ist hier die Aufzeichnungszeit zu Ende. Da müssen wir eine neue Session anfangen. Das passiert jetzt. Gleich geht es weiter. So, muss man für Jazz, muss man eigentlich
für Jazz brennen, muss man leidenschaftlicher Jazzfreund sein, um Jazz machen zu können, oder kann man sonst gleich sein lassen? Muss man Jazz lieben, um Jazzer zu sein? Ja. Kurze, klare Antwort, ja. Ich glaube, das gilt für jede Musik. Also wenn ich Heavy Metal hasse, dann werde ich auch nicht Heavy Metal mit Überzeugung spielen können. Und wenn ich Country oder irgendwie Irish Folk hasse, dann tue ich, oder nicht dafür brenne, dann kann ich es nicht richtig spielen. Natürlich gibt es Jobs in der Musik als Hochzeitsbandmusiker. Da spiele ich auch den Kufstein-Lied und so weiter und irgendwelche Hochzeitswalze, wo ich dann sage, da wirkt es mich intern, aber ich muss es halt, das Publikum will es hören. Also es ist ein Unterschied, ob ich das Musik machen als einen reinen Job betrachte oder ob ich das vielleicht mit einer anderen Passion betreibe. Mhm. Und dann muss man sagen, Jazz muss man lieben. Muss man lieben, okay. Da können wir mal sagen. Ja. Amelie, müssten Jazzer singen können oder müssen sie zumindest so tun, als könnten sie singen? Ist es wichtig für Jazzer, dass der das, was er spielt, singen kann? Also man sollte schon die Töne treffen. Das wollte ich gerade sagen. Das kann ich mal hinkriegen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Insofern, ich wiederhole mich da, es sind nicht die Töne, die Musik ausmachen. Na, es hilft, was beim Jazz hilft, ist auf jeden Fall, wenn man sein Gehör schult, wenn man musikalisch aufwächst, wenn man andere Musikrichtungen auch kennt und wenn man sich ein bisschen zu Hause fühlt im Jazz, um zu wissen, welche Töne man zu welchen Akkorden singen kann, was noch passt, was aus der Sicht der Sängerin noch harmonisch klingt. Und ja, man sollte schon die Töne treffen können. Ja, aber das ist nicht alles. Okay. Muss man die Theorie auch mit Löffeln gefressen haben? Nein. Als Sängerin, ich spreche jetzt nur als Sängerin, muss man Theorie nicht unbedingt können. Man kann sich das Wissen anschaffen, wenn man Jazz liebt, wenn es die Passion ist, wenn man sich viele Jazzstücke anhört, wenn man musikalisch ist, dann kann man sich da schon in Eigenregie einiges raufschaffen, ohne jetzt stundenlang Theorie zu üben. Man sollte ein gewisses Grundkenntnis haben und was man vor allen Dingen mitbringen muss, ist Musikalität und ein gutes Gehör. Wahrscheinlich kommt man damit Nachahmung von irgendwelchen großen Sängern oder Sängerinnen schon ziemlich weit, ne? Wenn man ja. Ja. Also, ja. Ich habe viel nach und dann macht man automatisch das, was sie gemacht hat, nur von einem anderen Stück, vielleicht überträgt das und schon hat man im Prinzip die ganze Theorie. Ja. Genau. Und was noch dazu kommt, das ist dieses, in meiner Gesangsausbildung gab es Stücke, mit denen bin ich einfach nicht klargekommen. Da habe ich die Töne nachgesungen. Und ich habe mich nicht dabei wohlgefühlt und habe gesagt, das stimmt nicht, was ich da mache. Wie kann ich das anders machen? Ja. Und da ist der springende Punkt, und das gilt nicht nur für den Jazz, sondern das gilt für jeden Sänger, für jede Sängerin. Erzähl die Geschichte. Mhm. Setz dich mit dem Stück auseinander und überleg dir, welche Emotion du transportieren willst und welche Geschichte du erzählen willst. Ja. Und du hast die gleichen Noten und du hast in deinem Kopf die Geschichte, die du erzählen willst, die Emotion, die du rüberbringen willst, und plötzlich machst du den Song zu deinem Song und du fühlst dich wohl damit. Mhm. Ja. Ich hätte gesagt, wenn man in die Historie hineinschaut und liest und hört, wie denn die Jazzgrößen unserer Zeit oder der älteren Zeit dazu gekommen sind, viele von denen haben natürlich schon ein gutes theoretisches Verständnis von der Musik, weil es natürlich sehr hilfreich ist. Und da würde ich sagen, es ist so, wie man sagen kann, braucht man zum Leben unbedingt lesen können, da muss man lesen können. Man muss nicht lesen können, man kann auch ohne Lesen durchs Leben kommen, und die längste Zeit haben die Menschen auf der Erde nicht gewusst, was Lesen ist. Aber wenn man es kann, tut man sich deutlich leichter. Und so ähnlich sehe ich es mit der Theorie bei der Musik auch. Und wichtig, was du sagst, nachspielen. Ich glaube, man lernt am meisten, wenn man erst einmal anfängt, die Dinge nachzuspielen, nachzuäffen, hast du gesagt, nachzuspielen, nachzuverfolgen, was den Jazzmusiker in Aufnahme gemacht hat, weil da steckt eigentlich alles schon mal drin.
Und jeder große Jazzer hat angefangen, alte Jazzer in seiner Vorgängerzeit zu imitieren, nachzumachen, das so draufzukriegen. Und dann habe ich vor kurzem in so einem Blog, in so einem Interview gelesen oder gehört, Steve Kahn hat gesagt, und bei der Versuch zu imitieren, wenn man das dann nicht schafft, dann ist man plötzlich kreativ, weil man dann was Neues macht, weil man quasi an dem Versuch, die großen Helden zu kopieren und nachzumachen, weil man daran scheitert. Und da entsteht was Neues. Mhm. Also insofern, ich würde sagen, ja, im Jazz wird man sehr viel anfangen, von den Altvorderen zu lernen und aus diesem Schwung heraus durch Scheitern des Kopierens dann was Neues zu schaffen. Das ist vielleicht schon mal richtiger. Es ist ja bekannt, dass viele Jazzer, wenn nicht die meisten, zumindest früher mal gar keine Noten nur konnten. Ne? Das hat ja nicht da unbedingt dazugehört. Das war vielleicht sogar kontraproduktiv. Ne? Ja, sicher. Fällt einem vielleicht sogar irgendwo auf dem Weg zur Glückseligkeit. Könnte man als provokante These mal so in den Raum werfen. Ne? Ja, wobei wahrscheinlich würde ich jetzt immer sagen, zwischen Noten lesen und Theorie, das muss nicht unbedingt das Gleiche sein. Also zu wissen, wie gewisse Mechanismen funktionieren im Jazz und wie die Zusammenhänge sind, ist eine Sache, dass man die natürlich oft einmal notenmäßig niederschreiben kann, ist eine zweite Sache. Aber natürlich ist die Bedeutung der geschriebenen Musik im Jazz deutlich geringer als zum Beispiel in der klassischen Musik, wo natürlich wir haben ja keine alten Aufnahmen von Mozart und Beethoven. Die einzige Methode, das zu transportieren, war einfach die Notenschrift. Und wir sind heute in der Lage, dass wir sagen, wir können alte Aufnahmen von Miles Davis und John Coltrane einfach hören. Und auch wenn ich nicht keine einzige Note lesen kann und meine Ohren funktionieren, dann kann ich versuchen, das, was ich höre, aufzunehmen, zu verarbeiten. Wie gesagt, bei Bach, Mozart und Telemann und wie auch immer aus der klassischen Musik, da haben wir diesen Luxus leider nicht. Insofern würde ich sagen, die Bedeutung der notierten Musik ist nicht im gleichen Maße im Jazz gegeben wie zum Beispiel der klassischen Musik. Aber Klaus, das hinter dir ist der neueste Korg Synthesizer, oder? Das ist der EMV. Das macht mir Angst. Ja, ich hab eine kleine kalte Lotstelle habe ich gesucht, da habe ich ihn zerlegen müssen. Deswegen schaut er jetzt gerade so aus. Modular-Synthesizer. Aber Gerd, wie siehst du das als Gitarrenlehrer, du mit deiner Gitarre? Du hast viele Schüler. Wie siehst du das mit deiner Berufserfahrung und mit deiner Erfahrung mit deinen vielen Schülern? Naja gut, ich habe tatsächlich konkret den Fall, dass hier und da schon mal der eine oder andere Schüler kommt und sagt, er interessiert sich für Jazz und so, aber der kann im Prinzip die anderen Sachen noch nicht. Oder nicht in dem Maße, wo man vielleicht sagen könnte, naja, vielleicht sollte der erstmal dies und jenes machen und da noch eine Basis legen, bevor der sich tatsächlich mit Jazz beschäftigt. Aber das ist so eine, genau die Frage, die ich mir tatsächlich oft stelle. Was muss man tatsächlich schon alles können? Was muss einen schon langweilen, damit man sagen kann, jetzt fange ich mal mit dem Jazz an? Ne? Ist das so? Ja. Also gesagt, im Prinzip muss einen alles andere langweilen und muss alle schon drauf haben, erst dann macht es Sinn. Oder kann man auch sagen, zu einem relativ frühen Zeitpunkt, na, jetzt schaue ich mir einfach mal ein paar Jazz-Akkorde an und versuche schon mal zumindest mal erste Schnupperversuche zu machen. Und ich habe das sehr erfolgreich. Die schaffen das auch, die tun das, obwohl sie eigentlich noch gar nicht so weit sind. Das sind keine guten Jazzer, keine Frage. Mhm. Aber die Leute, die sich das Herz nehmen und sagen, ich spiele jetzt einfach mal so einen Song. Ja. Das fängt ja schon mal an, dass du im Prinzip anfängst, ein Gehör zu entwickeln für gewisse Phrasierungen und Changes oder Voicings. Wenn du sagst, okay, das klingt einfach interessant, ich lerne es mal. Aber für Jazz anzufangen, ich meine, das improvisierende Element. Ich kann mir ja vorstellen, wenn man sagt, ich mache mir so ein Play-Along oder so eine Aufnahme, wo ich einen Groove irgendwie mit dem Schlagzeug habe, wo ich habe irgendwie nur ein kleines Pattern, das jetzt irgendwo aufgenommen ist, das spielst du jetzt ein. Und das ist vielleicht, was ich immer wieder 16-Takte-Motiv, wo immer der gleiche Akkord gespielt wird. Also nicht langweilig, das kann man ja durchaus unterschiedlich spielen, aber der Effekt ist dann vielleicht für den Schüler, dass er sagt, da kann ich jetzt, ich verstehe zum Beispiel, was D-dorisch ist. Und ich kann eine dorische Skala mal üben. Und die klingt ein bisschen komisch. Und jetzt kann ich eine auf der Skala in so einem entsprechenden Play-Along einfach mal selber dazu spielen, solo-mäßig, und feststellen, dass
wenn ich jetzt diese D-Dorisch-Tonart spiele, ich habe die richtigen Akkorde dazu spiele, das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Und das ist erst einmal nur, und dann kann ich, und jetzt wechsle ich mal den Akkord, dass man dieses Gefühl dabei hat, ich kann durchaus auch selber eine Melodie mir überlegen, ganz was Einfaches und daran arbeiten, ohne jetzt tausend Changes spielen zu müssen. Einfach nur mal das Gefühl dafür zu entwickeln. Aber das wäre schon ein Einstieg in Jazz, der vielleicht eben noch nicht unbedingt erforderlich macht, dass man schon ganz wahnsinnig viel kann, sondern dass man einfach auf das Gefühl kommt, wie fühlt es sich an, wenn ich einfach frei improvisiere. Das denke ich auch. Das ist durchaus auch ein Thema, weil Improvisation ist ja ein Riesenthema für meine Ja. Stimme. Vielen muss ich ja erstmal beibringen, dass es eine World Beyond gibt. Das heißt, Ja. die einfach ein Akkordspiels oder des Runterzupfens von irgendwelchen Melodien gibt es einfach die Möglichkeit, frei und in Echtzeit Musik zu erfinden. Das ist für viele erstmal neu. Ja. Ja. Wir haben gar keine Ahnung davon, wie das funktioniert. Und die Kernaussage, die ich normalerweise treffe, ist die, das ist erlernbar, das ist zu üben. Absolut. Ja. Absolut. Ja. Stellt sich die Frage, wie viel Talent braucht man tatsächlich dafür? Aber für mich ist es erstmal Handwerk. Ne? Wenn es um Improvisation geht, dann geht es für mich um solche Fragen wie, wie artikuliere ich mich? So wie wenn ich jetzt rede, dann rede ich ja auch nicht so oben und mache so einen Satz und sage überhaupt nichts dazwischen. Pause und so und alle schlafen ein, sondern ich werde versuchen, mein Tempo zu verzögern. Pause. Ne? Bisschen dramaturgische Höhepunkte einzubauen, meine Sprache zu heben und so weiter und so fort. Ne? Ja. Das alles, was wir machen können, kann man mehr oder weniger eins zu eins übertragen. Und da sehe ich eine meiner Aufgaben drin, den Schülern einfach mal zu zeigen, wie sowas funktioniert. Und irgendwann merken die, dass man sich auf die Art auch tatsächlich ausdrücken kann. Und wenn ihr mich fragt, that's Jazz. Jazz ist eine Sprache. Auf Ja, jeden Fall. ja. Ja, wenn ein improvisiert, der sagt dir was. Du hast keine Ahnung, was der dir sagt, aber es scheint was Interessantes zu sein, sonst würdest du nicht zuhören. So ist es. Ja. Ja, Also, also. um es auf den Punkt zu bringen, ein bisschen Theorie schadet nicht. Genügend Talent mitzubringen ist auch nicht hinderlich. Aber man muss es nicht mit Löffeln gefressen haben oder schon alles andere ausprobiert haben, um mit Jazz anzufangen. Ich glaube, was wirklich hilft, ist ein Stückchen Mut. Und Musikalität und ein gutes Gehör. Und dann kann man einfach mal loslegen. Ja, ich würde jetzt sagen, okay, wenn wir natürlich jetzt bei so einem Gespräch über Jazz reden und da fallen so Namen wie John Coltrane oder Miles Davis oder sowas, das sind natürlich jetzt Namen oder Ella Fitzgerald, wenn man eine Sängerin dazu bringen will, das sind natürlich Namen, die jetzt quasi die Ikonen von dem jeweiligen Genre sind. Und ist natürlich klar, das ist nicht das Maß der Dinge, weil das waren Menschen oder Musiker, die in ihrer Disziplin die absolute Oberkante dargestellt haben. Und man sollte nicht den Eindruck haben, und von denen kann man lernen und von denen kann man sich inspirieren lassen und versuchen, was nachzumachen und was davon abzukupfern, um sein eigenes Repertoire zu erweitern. Aber das kann nicht der Anspruch sein. Ich kann nicht erst dann von Jazz reden, wenn ich auf dem Niveau von John Coltrane oder Miles Davis spiele, weil das tun keiner von 7 Milliarden Menschen kann das auf der Welt. Nur Das ganz ist wenige. Klaus, das ist ganz interessant. Ich habe neulich einen Podcast gehört von unserem Kollegen. Ist vollkommen egal, ne? Jedenfalls von jemandem, der hat drüber sinniert, woran es eigentlich liegt, dass Jazzmusiker, ich weiß nicht, ob man es auf alle Musiker übertragen kann, aber ich sage mal vor allen Dingen auf Jazzmusiker, eigentlich ständig damit hadern, dass sie denken, ich bin nicht gut genug. Ja. Anderen, die machen das alle viel besser. Ne? Joel Coltrane ist jetzt tot, aber gut, er hat es bestimmt besser gemacht. Und man hat eigentlich nie das Gefühl, dass man dem genügen kann, was andere also von einem erwarten. Du trittst da im Jazzclub München auf und alle gucken dich mit großen Kinderaugen an. Ne? Was bringt der jetzt? Ist das gut? Ne? Hat er sein Zeug drauf? Mit diesem Gefühl gehe ich sozusagen da auf die Bühne. Mit dem Gefühl geht man überall auf die Bühne, weil man hat ja die anderen Leute zum Vergleich, die Größen des, ne? Die hört man den ganzen Tag. Ja, klar. Spotify höre, du musst dich sozusagen mit den Großmeistern dieses Genres ständig vergleichen lassen. Da hat man heutzutage Zugang zu. Du gehst nicht Ja. so, in den Schuppen um die Ecke, um da die nächste, um da irgendeine Amateurband zu hören, sondern du bedienst dich des Materials, was irgendwo jenseits von Gut und Böse im Himmel Ja. wurde und auf Erden zu uns runterkam. Daran musst du dich messen. Ne? Und du wirst niemals das Gefühl haben, und das ist ein Riesenproblem, dass man gut genug ist für diese Jazzwelt. Ja. Alles,
ein bisschen schwieriger als in der Pop- und der Reggae-Welt. Ne? Wo naja, das liegt schon mal daran, dass man quasi in der Jazz-Welt von der Jazzmusik können nur ganz wenige Menschen leben. Und es sind nur diejenigen, die ganz oben in der Spitze drin sind. Und es gibt kaum Abkürzungen. Also insofern, dass man sagt, ich kann mir das billig irgendwie erschleichen. Aber ich denke, wenn ich immer das Beispiel heranziehen darf, wir reden mal vielleicht über Fußball für einen kleinen Moment. Natürlich kann ich nicht sagen, die Top of the Line momentan ist, was weiß ich, Beckenbauer, Pelé oder Ronaldo und sowas seinerzeit und vielleicht heute Messi und wie sie alle heißen oder Lewandowski. Wenn ich beim Spielverein, beim SV Heimstetten Fußballspiel in der A-Klasse oder in der Bezirksliga, da kann ich ja auch jeden Sonntag beim Fußballspielen mich austoben, meinen Spaß dran haben, kann mich total drüber freuen, über das Gewinnen und herzenstief verletzt sein, weil man verloren hat. Man hat das gleiche Gefühlsspektrum wie wahrscheinlich die Ronaldos und Messis dieser Welt auch. Nur kriegen die halt ein paar Millionen Euro pro Jahr gezahlt und ich halt nicht, ja. Ich wollte nur sagen, und Ähnliches würde ich sagen, im Jazz gilt vielleicht auch dasselbe. Ich muss nicht auf dem Level spielen müssen wie John Coltrane und Miles Davis, um für mich selber in der Beschäftigung mit Jazzmusiker Erfüllung zu finden und Freude dran zu haben und meinem Leben irgendwie auch einen Twist zu geben, der die ganze Geschichte spannend macht. Das Spannende fängt an, lange bevor man in die Spitzengruppe kommt. Und ich meine, ich würde sagen, in der Musikwelt, von der Musik auf einem hohen Level Geld verdienen und davon leben und berühmt werden können, das sind die oberen 2-3%. Da stellt alle anderen. Stellt genau die Frage, die ich gerne der Amelie stellen würde. Ist Jazz, Amelie, etwas, was dein Leben durchziehen muss? Wie ein Pilz, ne, was sich durch, der dich durchdringt und praktisch. Mir würde etwas fehlen, wenn ich den Jazz nicht hätte. Ja. Ja, mir würde etwas fehlen, wenn ich keine Jazzband hätte, mit denen ich zusammen mit Jazzern, mit Musikern, mit denen ich Jazz spielen kann. Ja. Mir würde etwas fehlen, ja. Da kommt jetzt eine Coverband um die Ecke, die sagen, wir spielen die wunderbaren Sachen hier von dem und dem und so. Brian Adams, sagen wir mal, ne? Wir sind die Brian Adams Coverband. Magst du da nicht? Würdest du nicht machen? Ja. Ja. Ich sag mal so, ich finde Musik insgesamt eine sehr, sehr schöne, tolle Sache, die mir insgesamt in meinem Leben fehlen würde, würde ich sie nicht haben. Und ich singe in einer anderen Coverband und ich mache das deshalb, weil es mich sicherer im Jazz macht, weil es meine Stimme ausbildet, weil du anders singen musst, weil du eine andere Technik hast. Jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, wir haben doch alle gewisse Musikerkarrieren hinter uns, ne? Ja. Alle als Studenten mal angefangen, vielleicht sogar schon vorher. Wir haben bei den Pfadfindern einfach unsere erste Pfadfinderband aufgemacht. Was haben wir da gemacht? Wir haben Beatles gespielt. Ja? Später gecovert. Was haben wir alles gecovert? Wir haben uns Jazz-Rock-Gruppe genannt und haben El Joro hoch und runter gecovert und Lionel Richie und wie das alles hieß. Ne? Und es hat uns allen nichts geschadet. Ja. Mal ganz dreist, wenn ich das nicht getan hätte, wäre ich heute nicht da, wo ich heute bin. Ne? Ich bin mit dem Stand, wo ich bin. Aber da bin ich ja irgendwie hingekommen und ich habe 58 Jahre dafür gebraucht. Ab Samstag sind es übrigens 59 Jahre. Ich denke, das ist einfach, man muss einfach eine gewisse Entwicklung machen. Stellt sich die Frage, ist Jazz machen, Jazz hören, Jazz mögen, zwingende Ende eines Musikerlebens? Ist das denn, wo alles so drauf hingeht, so natürlicherweise? Oder kann das sein, dass ich bei Metallica rauskomme? Kann passieren, ist auch nichts Schlechtes. Ist aber, glaube ich, selten. Also, sagen wir mal so, ich würde es nicht so sehen, dass es ein Endpunkt ist, sondern es ist schon, du hast da vorher schon mal gefragt gehabt, ob man Passion haben muss für Jazz. Und natürlich ist es auch viel mit angelegt, wie man selber als Kind irgendwie mit der Musik in Berührung kommt und mit was man angezündet wird. Mhm. Und mein Sohn zum Beispiel findet Jazz ganz furchtbar. Wahrscheinlich hat er in meinem Umfeld zu viel hören müssen. Der ist halt ein Metal, Death Metal Fan. Und das ist okay. Meine Musik ist es nicht, aber ich bin halt von Kindesbeinen an mit Jazz bombardiert worden und irgendwo hat es bei mir auch gefunkt und ich kann mich erinnern, dass ich als 13-Jähriger das erste Mal in einem Konzert war mit meinem Vater und habe Ella Fitzgerald gehört. Genau. Und
Was wäre passiert, wenn das nicht der Fall gewesen wäre? Wenn du nicht mit irgendwelchen Coverbands so eine musikalische Entwicklung durchgemacht hättest, wenn du aber sozusagen nicht mit Jazz sozialisiert worden wärst. Bei mir war es ähnlich. Ne? Mein Vater hat auch eine Jazzband gehabt. Ja. Swing und solche Sachen gespielt und er hat Bass gespielt. Da hinten steht er, könnt ihr sehen. Ne? Er hat Gitarre gespielt, er hat Mundharmonika gespielt, er hat gesungen, er war Multi-Instrumentalist, er hat Waschbrett gespielt, wenn es sein musste. Ne? Und das habe ich alles mitbekommen. Ich habe das mit der Muttermilch aufgesogen. Das ist für mich einfach natürlich heute noch die Idealvorstellung, was man so machen kann. Ne? Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich heute auch solche Sachen mache. Und auch da, das war übrigens Rick Beato, habe ich einen Podcast gehört, da hat er sich mit seinen Musikerkollegen drüber unterhalten, wie sie eigentlich musikalisch sozialisiert wurden. Und alle, und es waren eine ganze Menge Leute im Raum, haben gesagt, wenn mein Daddy damals mich nicht da rein integriert hätte und wenn ich damals nicht das alles mit meinem Daddy und meiner Mutter und so weiter mitbekommen hätte und nicht jeder im Haus irgendwie Geige und Violine, das ist dasselbe, keine Ahnung, und was weiß ich alles gespielt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich heute nicht da, wo ich heute stehe. Wir haben tatsächlich behauptet, dass die musikalische Sozialisation ein ganz wichtiger Aspekt ist für das, was wir heute als alte Säcke so machen. Das ist irgendwo fundamentlegend wahrscheinlich. Ne? Ganz klar. Ich meine, man sagt ja oft einmal, was von Musik lässt unsere Herzen oft mal höher schlagen. Dann gehen wir natürlich, auch wenn wir jetzt an Pop- und Rockmusik denken, für viele ja Interpreten und Songs und Alben, die uns teuer und lieb sind, die stammen wahrscheinlich aus den 70er Jahren. Vielleicht noch ein paar aus den 80ern, aber viele von den Sachen sind aus 70er Jahren, weil wir da halt in dem Teenager-Alter waren, wo man halt auch emotional die Türen offen hat und wo man geprägt wird und wo man irgendwie mit Hotel California oder Samba Party auf der Party eng umschlungen irgendwie seine ersten Erfahrungen gemacht hat. Und diese Prägung emotional mit der Musik, die Verbindung, die steckt in einem drin fürs Rest seines Lebens. Und jeder hat so einen Song, wo er sagt, oh ja, damals mit der Katrin, das weiß ich noch ganz genau, auf der Party. Da haben wir 10-mal hintereinander Samba Party laufen lassen, nur damit man nicht immer sieht. Also, Katrin aus Münsterland. Bitte? Schöne Grüße an Katrin aus dem Münsterland. Aber es muss ja nicht unbedingt der Jazz gewesen sein, an dem man Erinnerungen hat. Ne? Aber es hilft natürlich, wenn man mit Jazz aufwächst. Ja, aber auch im Jazz passiert es, dass du irgendwo emotional irgendwo deine Initiation hast, dass es irgendwo drüber stolperst, irgendwelche Sounds dich besonders ansprechen. Und ich denke auch, also die Sachen wie als Jugendlicher, an den Sounds hängt man dran, weil man damit auch eine Zeit verbindet, in der man primär emotional ist und es spricht einen auch heute noch an. Ich höre heute noch gern alte Pink Floyd-Platten drin, weil mich das irgendwie an die Zeit erinnert und weil es irgendwie in mir verankert ist. Und es ist kein Jazz. Ja. Aber ich habe es trotzdem geliebt und ich liebe heute noch The Four Freshmen, höre ich mir an. Das sind so Harmonie-Gesangsband aus den 50ern und 60er Jahren. Und mein Vater hatte eine Platte von denen und die habe ich wahrscheinlich 10-mal am Tag gehört in dem Alter, als ich vielleicht so 8-9-Jähriger war. Und ich fahre heute noch komplett auf so Harmoniegesang, vierstimmig fahre ich komplett drauf ab. Das muss einfach so ein Auslöser sein. Ne? Also das zufälligerweise sozusagen durch die Eltern vielleicht wahrscheinlich meistens verfügbar war, das hat einen vielleicht so ein bisschen geprägt. Ne? Bei mir war es, ihr werdet es nicht glauben, Franz Josef Degenhardt. Ne? Mein Vater hatte Platten von Franz Josef Degenhardt. Ne? Und ich kenne den ganzen Kram, ich habe den mitgesungen, ich bin damit groß geworden sozusagen. Ja. Beatles groß geworden. Mein Vater hatte die wichtigsten Scheiben der Beatles, ne? Und die liefen von morgens bis abends. Ne? Ich kenne jedes einzelne Stück auswendig, kann jeden Text mitsingen und hin und her und das beeinflusst mich heute. Das ist kein großer Schaden. Ne? Ja. Aber die waren zufällig da. Das hätte auch was anderes sein können. Ja. Es gab kein Spotify, es gab kein MTV und sowas. Ne? Ja. Aber weil du gefragt hast, ob Jazz der Endpunkt ist. Du hast gefragt, ob Jazz der Endpunkt ist oder Metallica. Bei mir ist es, würde ich sagen, genau umgekehrt. Also ich habe im Prinzip Musik angefangen zu hören, fast ausschließlich Jazz. Das hat zum Beispiel zu der Situation geführt, dass wenn ich so, wie alt war ich, vielleicht 10, 12 Jahre alt, war mit meinen Kumpels und wir haben über Schallplatten gesprochen, über Sachen, die wir anhören. Und dann haben wir meine Kumpels
Deep Purple vorgespielt, ihre neueste Erwerbung. Und ich habe immer gesagt gehabt, zu dem Gespräch, was willst du mit dem Zeug, das swingt ja überhaupt nicht. Ja? Weil ich halt natürlich Oscar Peterson gehört habe und The Four Freshmen und Ella Fitzgerald. Und dann bin ich zu Partys gegangen und habe meine Four Freshmen CDs, Platten mitgebracht und aufgelegt. Aber alle Leute nur von hinten sehen anschließend, stimmt's? Und dann haben die alle gesagt, was willst du mit deiner Puffmusik? Ja. Und da war ich tief getroffen und ich habe eigentlich erst so mit 14, 15 überhaupt angefangen, meine ersten Schritte in Pop- und Rockmusik zu machen, weil ich dann für mich plötzlich Dark Side of the Moon, Pink Floyd entdeckt habe. Und dann wurde ich, das war meine Initiation in der Popmusik. Und vorher gerade so Beatles, ja, die mit den Pilzköpfen, das ist also, das swingt ja überhaupt nicht. Also es war keine Kategorie von Musik, die für mich vor dem 13. oder 14. Lebensjahr überhaupt eine Rolle gespielt hat. Mein Vater hat gesagt, Beatles ist Schrott. Ja, der hat das überhaupt vollkommen despektierlich behandelt. Deswegen ging es mir genau umgekehrt. Also ich habe eigentlich mit Jazz Liebe angefangen und zu entdecken, dass es jenseits von Jazz noch Pop, Rock oder andere Musik gibt, die auch spannend und interessant ist, es kam erst später nach. Okay, wir sehen also, es gibt verschiedene Wege zum Glück oder vielleicht auch zum Unglück des Geschmacks. Ja, ich glaube, das war immer gesagt, was braucht man? Ich glaube, wenn man einfach als Musiker, wenn man selber anfängt, Musik zu machen und nicht aufhört, dazulernen zu wollen, einfach sein Spektrum erweitern zu wollen, ständig. Wie gesagt, wenn nach 59 Jahren sind wir da, wo wir sind. Das ist ja auch ein ständiger Prozess. Und andere schaffen den gleichen Prozess mit 22 so weit zu kommen. Ja? Das ist halt der Unterschied zwischen einem Profi, Topfmusiker und uns halt vielleicht unter Umständen. Konservatorium, die haben dann alles tatsächlich mit Löffeln gefressen und spielen dir Sachen vor, wo du sagst, boah, also ja. Niemals hin. Ne? Muss ein Jazzer eigentlich eine Ausbildung haben oder kann das so ein Freizeit-Jazzer sein, wie wir das sind? Also ich kenne eine ganze Reihe von guten Jazzmusikern, jetzt nicht unbedingt Miles Davis-Kategorie, die haben alle, sagen wir mal, eine Konservatoriums- oder Musikhochschulausbildung, die aber überwiegend klassisch ist. Und das, was sie mit Jazz machen, haben sie quasi neben den, also außerhalb des Unterrichts sich selber drauf geschafft. Natürlich mit dem musikalischen Wissen und vor allem mit den Fingerfertigkeiten und mit dem Instrument zu beherrschen, das man natürlich auch in der klassischen Musik lernt. Und haben gesagt, okay, und jetzt bin ich klassisch ausgebildet und ich möchte einfach jetzt Jazz lernen. Das berühmteste Beispiel ist Herbie Hancock. Der hat eine komplette klassische Pianistenausbildung durchlaufen und hat dann irgendwann gesagt, er möchte einfach Jazz lernen, wie das funktioniert. Aber da hat er schon Wettbewerbe gewonnen mit klassischem Piano. Und das ist, glaube ich, eine Situation, die es gibt, aber nicht so wahnsinnig häufig. Ich habe also einen Schulkameraden von mir, den verfolge ich immer wieder im Internet. Der hat schon zu meinen Schulzeiten jugendmusiziert Wettbewerbe gewonnen, so en bloc. Und der lebt jetzt seit Jahren in New York und hat irgendwie Solo-Konzerte am Piano in der Metropolitan und sowas gespielt. Und der hat auch so einen Blog, wo er ab und zu seine Videos einsetzt. Aber der spielt halt nur klassische Musik. Wenn ich dem den Notenblatt von der Nase wegziehe, dann hört er spielen auf. Ja. Weil er nicht weiß, wie er weiterspielen soll, wenn man ihm das Notenblatt wegnimmt. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass das früher, also zur Steinzeit war das so, dass die Musiker selbstverständlich alle auch in der Lage waren, einen Satz improvisiert zu spielen. Und das ist ist mir zu Ohren gekommen, heutzutage ist es nicht mehr so. Das heißt, die Leute aus der klassischen Ausbildung als Pianist, als was weiß ich, raus. Und meines Wissens ist das, wird das nicht mehr vermittelt. Lernen wirklich einen Satz wirklich mal frei zu improvisieren. Wenn sie das tun, ist das ein arrangiertes Solo. Wir müssen ja durchaus unterscheiden zwischen einem Solo, was im Prinzip vorher, sagen wir mal, in nächtelanger Arbeit, Ton für Ton, Feinheit für Feinheit arrangiert wurde und was dann auswendig gelernt und gespielt, dann wie ein Wunderwerk der Improvisation, ist es aber gar nicht. Ne? Klar, das kann jeder, ne? Aber wirklich frei zu improvisieren, ist eine Sache, die... Also zu Johann Sebastian Bachs Zeiten war Improvisation durchaus eine gängige Kunst, die alle konnten, können, mussten, wenn sie denn davon leben wollten, von der Musik. Und es gibt ja diese lustige Geschichte, ich weiß nicht, ob der österreichische Pianist Friedrich Gulda was sagt. Nee, nicht wirklich. Und der Friedrich Gulda war ja lange Zeit bekannt, auch als Interpret. Ja, sorry. Als Interpret für Mozart und so weiter. Und der hat dann irgendwann, der war auch ein guter Freund von Joe Zawinul,
dem Pianisten, der Mercy, Mercy, Mercy geschrieben hat, den Song. Macht's Klick, okay. Und der Gulda, und der hat dann oft einmal so provokante Konzerte und auch so Demonstrationen gesagt und sagt, das, was der Mozart aufgeschrieben hat, das war halt so die Bassline. Und der hat es vielleicht auch noch ganz anders gemeint und wollte es ganz anders gespielt haben. Und der hat dann sich erlaubt, eben dann Kompositionen von Mozart drüber zu improvisieren und loszulegen. Da sind wir ja ziemlich nah am Jazz. Das funktioniert ja mit den Changes genauso. Das heißt, Genau. Und da haben die Leute alle gesagt, ja, du kannst doch nicht hier Mozart improvisieren, das ist ja ein Sakrileg. Und sagt er, wieso? Das hat er bestimmt genauso gemacht, ja. Und wenn man gute Musiker können das ja. Gute Jazzer können das. Die haben ihr musikalisches, ihr harmonisches Grundgerüst, was im Rulebook oder sonst wo steht. Und dann machen sie doch was ganz anderes draus und orientieren. Genau. Und trotzdem passt es nachher irgendwie zusammen. Das macht ja wahrscheinlich auch den Jazz aus, denn das ist ja nicht nur die Improvisation in meinen Augen, sagen wir mal, des Einzeltonspiels, dass ich jetzt irgendwo ein Solo auf irgendeinem Part spiele, sondern dass ich auch in der Lage bin, die Begleitung, die ja auch unfassbar wichtig ist in jeder Jazz-Kombo, dann halt auch mal so, mal so, mal so zu machen, wie die anderen gerade drauf sind, wie das gerade zusammenpasst, mal mehr, mal weniger kunstfertig, vielleicht ganz reduziert oder völlig abgefahren, ne? Das ist für mich auch eine Art von Improvisation. Genau. Ja, man muss den anderen, man sollte den anderen ihren Raum lassen. Ja. Und das ist die große Kunst. Ja, vielleicht mal gar nichts machen, ne? Ja, weniger ist mehr. Ja. Also, wenn man, was sich sicher rentiert, wenn man den Fragen nachgehen will, was ist Jazz und was macht es aus und diese Dinge ein Gefühl dafür entwickeln will, ist, glaube ich, schon immer noch ein guter Ratschlag, sich einmal an den Altvorderen zu orientieren, den alten Meistern. Und der alte Meister für mich schlechthin ist Miles Davis. Immer noch bis zum heutigen Tag uneingeschränkt. Und weil der natürlich auch in seiner Lebenszeit auch extrem viele Musiker auf den Weg gebracht hat, auch Jazzmusiker, die dann später selber ganz berühmt worden sind. Scofield, ja, zum Beispiel. Andere Frage, die mich hier einfällt, ist natürlich jetzt so, natürlich, wenn man als Jazzmusiker unterwegs ist, jetzt spiele ich Piano und ich bin natürlich jetzt immer stärker orientiert an den Pianisten in der Jazzgeschichte, um als Vorbild zu dienen. Aber ich kann ja auch sagen, auch als Pianist kann ich ja zum Beispiel beim Zuhören von Miles Davis, der Trompete spielt, ja auch was lernen über das, wie ich am Klavier phrasieren kann. Und als Gitarrist kann ich ja nicht bloß Joe Scofield mir als Vorbild nehmen, sondern ich kann ja auch vielleicht auch Coltrane anhören, um zum Beispiel Phrasierungen oder irgendwelche Skalen oder irgendwelche Licks zu lernen, die ich dann auf mein Instrument übertragen kann. Das hat natürlich Grenzen, weil es jedes Instrument bevorteilt gewisse Spielformen oder benachteiligt gewisse Dinge. Also ich kann nicht auf jedem Instrument genau das Gleiche machen wie auf einem anderen Instrument, beim Improvisieren insbesondere, weil manche Dinge schwieriger sind. Vom Saxophon. Griffen her und so weiter. Aber das ist übers Instrument hinwegspringen in ein anderes Instrument, das ist eine Disziplin, wo ich auch noch immer dran beiße und sage, ich möchte vielleicht mehr von Gitarristen lernen, ich möchte mehr von Saxophonisten lernen, wie die improvisieren und spielen. Das ist übrigens ganz witzig. Die Gitarristen, ne? Ich rede jetzt mal als Gitarrist, der ich ja bin, Ja. waren ja ursprünglich in der Jazzband. Und anfangs gab es ja nur Jazz. Ne? Es gab ja nur die Big Bands und sowas. Es gab ja keine Popmusik. Es gab noch keinen Rock'n'Roll, ja? Sondern es Es gab gab halt. den Blues. Es gab den Blues. Aber, Blues ist der mein. Jazz hervorgegangen oder Rock und hin und her. Es gab also erstmal nur Jazz und der Gitarrist hat eine mehr oder weniger undankbare Aufgabe wahrgenommen, denn er war reine Begleitung. Er konnte gar nicht sich durchsetzen als Soloinstrument. Ein Klavier, Klaus, ist ja viel lauter als eine unverstärkte Gitarre. Verstärker gab es am Anfang nicht. Ne? Und dann mussten die Jungs, mussten dann schrupp, 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 schrupp begleiten, haben sich spezielle Techniken einfallen lassen, dass sie überhaupt gehört wurden. Und was gehört wurde, war meistens tatsächlich nur das schrupp, schrupp, schrupp hinter dem Akkord. Das waren mehr oder weniger Verstärkungen des Schlagzeugs. Ne? Ja. Ja. Und dann wurde die technische Errungenschaft geleistet, den Verstärker zu erfinden und plötzlich gab es die Möglichkeit zu spielen. Was haben die gemacht? Die haben gespielt wie die Bläser. Charlie Christian, ne, Ja. spielt wie ein Bläser. Ne. Genau. Man kannte.
Ein Trompetespieler wie ein Saxophonspieler. Ne? Finde ich hochgradig faszinierend. Und das, meines Wissens, ist im Prinzip etwas, was heute noch gilt. Es ist nach wie vor das Ideal, bläserähnlich zu phrasieren, bläserähnlich zu klingen. Ne? Das hat nie aufgehört, sozusagen. Ne? Offensichtlich die Disziplinen gegenseitig. Haben sie immer getan und werden sie wahrscheinlich auch immer tun. Ja, also wenn du das klassische Jazz-Quintett der 60er oder 50er Jahre zurückgehst, da hast du im Prinzip ja Schlagzeug, Bass, Piano, das war die Rhythmusgruppe, und dann hast du Saxophon und Trompete im Wesentlichen dazu, oder zwei Saxophone oder sowas. Also Bläser, und die Bläser sind diejenigen, die das Thema spielen und die Soli spielen, und dann die Rhythmusgruppe gelegentlich auch mal. Und je nachdem, wie gut der Pianist ist, darf er auch mal ein Solo spielen. Aber und die Hinzufügung von Gitarre war ja im Jazz auch außer Schruppen eigentlich relativ spät. Ja. Grant Green ist, glaube ich, einer von den wenigen, die da frühzeitig schon angefangen haben, auch eigene, oder Barney Kessel oder sowas, die das dann schon angefangen haben, auch zu kultivieren. Später Joe Pass. Aber in den 50er Jahren, 60er Jahren, mir fällt jetzt gar nicht groß ein, dass es da große Tradition gegeben hätte mit Jazz-Gitarristen. Das war großteils Bläser und der Rest war die Rhythmustruppe. Ja. Genau. Da gibt es ja auch so Platten, wo dann die Rhythmusgruppe von Miles Davis mit anderen Musikern gespielt hat, und da hat es immer bloß geheißen Art Pepper meets the Rhythm Group, the Rhythm Section. Und es war klar, das waren die von Miles Davis. So, passt auf, Leute, wir wollen keinen abendfüllenden Spielfilm erzeugen. Also wenn ich mich hier so durch, wenn ich uns durchdenke, was wir alles so besprochen haben, dann denke ich, dann werde ich so gut wie gar nichts schneiden. Vielleicht das Mitte, wo plötzlich die Zeit hier für Zoom abgelaufen ist, ne, dass wir da einen Cut machen mussten, aber sonst werde ich gar nichts großartig machen. Ne. Das heißt also, Leute, ihr da draußen in den Weiten des Internets, das ist alles echt und in Farbe hier, ne, da wird nichts geschnitten. Ne. Und noch eine Frage, die ihr mir beantworten müsst. Ihr alle seid, also alle ihr zwei seid zusammen mit mir irgendwo was, was sich als Jazzmusiker bezeichnet oder als möchte gern Jazzmusiker. Wie auch immer. Wir sind keine Profis, sondern blutige Amateure, aber wir sind stolz darauf und froh, dass wir Jazz machen können und dass wir einfach die Möglichkeit dazu haben. Ne? Jetzt sind da andere Leute, die wollen es vielleicht auch tun. Die sagen, boah, das ist so mein Ziel, irgendwo Jazzer zu werden. Ich will in Zukunft irgendwo meine Erfüllung darin finden, Jazz zu machen. Was würdet ihr denen raten? Was müssen die, egal welches Instrument das ist, was kann jemand, der sagt, ich möchte in Jazz einsteigen, ich will sozusagen dieses letztendliche Lebensziel jetzt erreichen, ja, haben wir eben von geredet, ich möchte das tun. Was kann man tun? Wie kann man das beschleunigen? Wie kann man das katalysieren, Jazzer zu werden? Was tun wir? Jazzmusik hören. Okay. Herausfinden, welcher Stil einem gefällt. Mhm. Sich einen guten Lehrer holen. Ist das wirklich zwingend? Gibt es Lehrer ohne? Ja, weil ich finde, man kommt schneller zum Ziel. Also es gibt unterschiedlich talentierte Musiker. Und ich denke, ich vergleiche das immer mit einer Sportart. Wenn du Skifährst, schaffst du es immer allein irgendwie den Berg runter oder Snowboard. Aber wenn du jemanden hast, der dir zeigt, achte mal auf deine Gewichtsverteilung so und so und dein Oberkörper macht das und das macht jenes, dann kommst du relativ schneller zum Ziel. Und eine gute Technik bringt einen dazu, mehr Zeit für Improvisation und Ausprobieren und Kreativität zu haben. Und wenn man es nicht mit einem Lehrer macht, das Internet ist voll von guten Tutorials. Wie spielt man Klavierakkorde? Was sind die Root-Akkorde? Wie kann ich die verändern? Muss ich einen C-Akkord immer so spielen? Welche andere Möglichkeiten habe ich? Ja. Das ist Internet voll davon. Ja, und wenn man dann mal so weit ist, dass man sagt, man sollte sich ein Stück vornehmen. Man sollte nicht nur probieren, sondern man sollte einfach sagen, okay, von den Jazz-Stilrichtungen, die mir jetzt gefallen, da suche ich mir einen Lieblingstitel aus, den versuch nachzuspielen, versuch dir ein Repertoire aufzubauen. Und wenn du irgendwann mal so weit bist, trau dich einfach mal auf Jam-Sessions, geh hin und guck, was die anderen machen. Und dann siehst du, die kochen alle auch nur mit Wasser. Grundsätzlich, ich sehe das genauso, also einen guten Lehrer,
Ich bin zwar selber einer, aber ich habe ja auch Unterricht genommen bei Michael Woschetzer, kennt ihr vielleicht, weiß ich nicht. Ne? Und ich bedauere das in keiner Weise. Ne? Das ist super, wenn es auch nur ist, dass man überhaupt mal erfährt, was man alles wissen muss. Ja. Was sind überhaupt die Bereiche, wo man, wo es sich rentiert, Gehörschmalz und Aufwand reinzustecken, das muss man vielleicht letztlich selber machen, weil als Gitarrenlehrer weiß ich ganz genau, dass jeder Schüler letztlich selbst lernen muss. Ich kann ihm sagen, was wichtig ist, wie er es machen soll, aber Gitarre lernen muss er letztlich selber. Da kommt er nicht drum herum, es kann ihm letztlich keiner abnehmen. Das ist mit dem Jazz ganz genauso. Jazzer werden muss jeder selber, aber man kann dabei behilflich sein. Genau. Ja. Was ich finde, ist, dass man tatsächlich einfach Jazz macht, dass man einfach Leute findet, mit denen man Musik macht. Ne? Ja. Am Anfang ist das vollkommen egal. Ne? Ich muss meine Erfahrungen machen. Wenn ich mir überlege, wie meine eigene Karriere war, ich bin durch so einige Verbindungen durch, habe mich mit diesen und jenen Leuten zusammengetan, dann mit denen was probiert, dann habe ich dieselben Songs vielleicht noch mit anderen Leuten gespielt, dann war das plötzlich alles wieder ganz anders, aber ich habe auf dem aufgesetzt, was ich schon mal gemacht hatte, 2 Jahre zuvor. Ich kannte die Songs schon. Ne? Da kam vielleicht ein Song dazu, dann habe ich noch eine neue Formation, wo wieder was passiert und das ist ein Weg nach oben, der führt über vielleicht teilweise schmerzhafte, weil es nicht immer so spaßig ist, teilweise über schmerzhafte Schritte, aber irgendwo kommt man dann auch raus. Aber ich denke, weil es letztlich da keinen Weg dran vorbeiführt, einfach so viel wie möglich mit allen Leuten Musik zu machen. Genau. Also das Jazz ist vor allen Dingen eine kommunikative Geschichte. Ne? Es geht letztlich um Kommunikation. Ne? Und wie soll die Kommunikation stattfinden, wenn ich alleine in meinem dunklen Zimmer sitze? Also sicher ist man im gewissen Maße natürlich auch in einem Zimmer, um was zu üben und auszuprobieren. Also ich würde auch der Amelie zustimmen, erst einmal die Ohren aufsperren und Musik hören. Sich vielleicht auch ein bisschen anfixen lassen von dem, was man hört. Das Instrument, das man spielt und lernen möchte, heranziehen und versuchen, sich an das zu orientieren, was man hört, das mal nachzumachen. Und das einfach an einem Stück irgendwelche Licks rauszuhören, sich ein Gefühl dafür zu entwickeln, mitzuspielen, nachzuspielen und nicht zu blöd sein, denselben Song 50 Mal anzuhören und rumzudatteln. Auch wenn die Familie langsam schon kirre wird, ja. Und dann der nächste Punkt ist auch, lange bevor man fertig ist, wenn man meint, mit Leuten zusammenzukommen und gemeinsam zu spielen. Weil einfach das Adrenalin, der Spaßfaktor, das, was damit passiert in dem Moment, das ist so ein Antreiber, damit ich auch, wenn ich zu Hause bin, sage, das will ich beim nächsten Mal besser spielen können. Ich muss mir es nochmal drauf schaffen. Und dieser Antrieb, der kommt oft einmal einfach nur durch das Erleben, wie ist es, wenn man gemeinsam Musik macht. Das ist schon unheimlich motivierend und anregend. Und Lehrer, ja, ich habe leider Gottes nie besonders viel Lehrer gehabt. Ich habe mal 1 Jahr Klavierunterricht gehabt. Muss allerdings auch zugeben, das war auch prägend, dieses 1 Jahr. Und ich könnte mir vorstellen, dass man mit einem geeigneten, guten Lehrer schon auch große Fortschritte schneller vorankommt, als wenn man es alleine formelt. Aber wie du sagst gerade, Gerd, alleine der Lehrer alleine macht es auch nicht. Lernen muss man es einfach selber, weil das kann einem keiner abnehmen. Das ist nicht zu ersetzen. Just do it. Okay. Just do it, ja. Das ist und zwar jeden Tag dabei bleiben. Und nicht nur einmal die Woche, sondern einfach dabei bleiben. Und wenn es nur 5 oder 10 Minuten sind, aber dabei bleiben. Und dann würde ich beim Jazz würde noch eine Motto immer sagen, da gehört immer auch ein bisschen Mut zum Scheitern dazu. Man muss auch den Mut mitbringen, auch einmal einfach, dass es in die Hosen geht. Und das darf einen nicht stören. Das gehört einfach dazu. Das ist ja auch eine witzigerweise eine Sache, die ich meinen Schülern gerne erzähle, dass man eigentlich als Musiker auch viel Zeit damit investiert, sozusagen seine Fehler zu kaschieren. Dass man einfach auch übt, sozusagen Fehler nicht allzu deutlich werden zu lassen. Da gibt es einfach Techniken, dass man statt den Akkord zum Beispiel weiter zu schrubben, jetzt weiß man nicht mehr, was kommt da eigentlich. Da macht man halt ratter, 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 ratter auf der Gitarre. Oder man macht solche Übungen, wie dass man einfach blind irgendwo auf dem Griffbrett hinspringt. Man hat sich halt versprungen und dann muss man irgendwie sinnvoll weiterspielen. Das kann man tatsächlich üben. Ganz interessant finde ich. Ne? Man muss also nicht nur bereit sein zum Scheitern, sondern muss auch bereit sein, Übungen zu machen, um das Scheitern so zu verbessern. Und ganz ehrlich, man selber ist sich immer der höchste Kritiker. Oft kriegen es die anderen gar nicht so genau mit, wenn man mal nicht so ganz genau was trifft. Ja, das ist okay. Gehört dazu. Lust am Scheitern. Das gehört dazu. Wirklich. Selbstbewusst, ja. Und weitermachen und sich nichts anmerken lassen. Und ich würde es immer so sehen, wenn du nur auf Nummer sicher spielst,
nur immer die Sachen spielst, so wie du es weißt, dass es richtig ist, dann gibt es auch keinen Fortschritt. Also heißt angezogene Handbremse. Volles Risiko. Immer volles Risiko und einfach drauf. Und wenn es schief geht. Und wenn man, ja, das ist der Unterschied. Wenn ich jetzt in einer geschützten Umgebung spiele, in einer Bandsituation im Keller und sowas, volles Risiko. In dem Moment, wo es um einen Auftritt geht, da sagt man nie mehr wie 70% von dem, was du kannst. Ja, ja, klar. Nur 70%. Aber ich denke, wir kennen alle die Situation, dass wir einfach sagen, so, wir sind jetzt in der Spielsituation und jetzt spiele ich einfach irgendwas. Irgendwann verliere ich den Kontakt dazu. Ich weiß gar nicht mehr, was es ist. Ne? Ja. Kinder laufen einfach. Oh, oh. Kinder laufen einfach, tun irgendwas, spielen irgendwelche Skalen, die ich vielleicht irgendwann mal geübt habe und durch irgendwelche Magie passt es. Ja? Und da steckt vielleicht irgendwelches Wissen über Harmonielehrer dahinter, was ich mir irgendwann mal angeeignet habe. Ich weiß nicht, schon eine ganze Weile her. Aber es funktioniert. Ja? Und das ist, denke ich mal, letztlich auch ein tolles Gefühl, wenn man merkt, dass man einfach gewisse Fertigkeiten haben, die einfach so passieren, die einfach so ausgehen. Ja. Und wenn mich einer fragt, was hast du da gerade für eine Skala gespielt, dann sage ich, da muss ich jetzt mal 5 Minuten drüber nachdenken, was das wohl gewesen sein könnte. Ja. Auf Jazz. Okay. Lust am Scheitern, ja. Okay, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Beteiligung an dem heutigen Bandgespräch über das Thema, was macht eigentlich Jazz aus? Was ist für Jazzer eine interessante Gedankenbewegung, wenn es darum geht, vielleicht selbst mal Jazz zu machen, vielleicht weiterzugehen auf dem Weg zum Jazzer? Was sind so die Aspekte, die dabei eine Rolle spielen könnten? Klaus, Amelie, man sieht sich. Servus, ciao. Ciao, ciao. Ciao.